Konnichiwa, Minasan! Was waren die Chonin und was hat es mit der Chonin-Bunker auf sich? Das werden wir uns im heutigen Video angucken und auch auf zwei Beispiele der sogenannten Chonin-Bunker eingehen. Erstmal, was sind Chonin? Als Chonin bezeichnete man die Städter, also Handwerker und Händler des Vier-Ständesystems Shinokosho der Edo-Zeit. Da habe ich auch schon mal ein Video zugemacht. Falls ihr also das Vier-Ständesystem der Edo-Zeit noch nicht kennt, schaut euch ruhig das Video dazu nochmal an. Der Begriff Chonin an sich ist eigentlich schon seit der Heian-Zeit bekannt gewesen, wurde dann aber erst in der Edo-Zeit zu einer Verwaltungseinheit. Die Chonin prägten maßgeblich das kulturelle Geschehen der Edo-Zeit, indem sie zum Beispiel das Ukiyo-e-Genre oder aber auch das Kabuki-Theater entwickelten. Als Vorbild galt dabei die Chonin-Kultur in Kyoto. Dadurch, dass im 18. und 19. Jahrhundert fast die Hälfte aller Einwohner der Städte Chonin waren und es reiche Händler gab, die Förderer der Künste und des Kunsthandwerks waren, erlebte die Kultur der Chonin oder auch Chonin-Bunker genannt in der Edo-Zeit ihre Blütezeit bzw. ihren Höhepunkt. Chonin-Bunker, dieses Bunker steht für Kultur und deswegen also Kultur der Städter sozusagen. Chonin-Bunker ist die Kultur der Städter oder Chonin. Dieser Begriff der Chonin-Bunker bezeichnet also ganz explizit gesagt die Kultur, die durch die Chonin, die Städter 18. 19. Jahrhundert, also während der Edo-Zeit entstanden ist. Zwei Beispiele für die Chonin-Bunker sind, wie eben schon angesprochen, die sogenannten Holzschnitte und da im Speziellen auch das Ukiyo-e-Genre, was übersetzt heißt so viel wie Bilder der fließenden Welt, und das Kabuki-Theater. Diese Holzschnitte waren auch wirklich sehr, sehr berühmt. Es gibt auch viele japanische Künstler, die die dann gemacht haben. Könnt ihr mal im Internet ein bisschen googeln, Ukiyo-e-Bilder. Da findet ihr dann, könnt ihr euch direkt so einen Eindruck von machen, wie dieses Genre oder diese Holzschnitte aussahen. Zu den Themen der Ukiyo-e-Holzschnitte gehörte zum Beispiel sowas wie klassische Literatur, Theater oder Landschaften. Berühmte Künstler dieses Genres waren unter anderem Utagawa Hiroshige und Katsushika Hokusai, von dem der ein oder andere von euch vielleicht schon mal etwas gehört hat. Das ist nämlich die Person, die diese Ansichten vom Fuji gemacht hat als Holzschnitte. Sehr, sehr schön, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Im Kabuki-Theater wurden Stücke aufgeführt, die entweder historischer oder bürgerlicher Kultur waren oder aber manchmal auch einfach nur Tänze waren. Besonders im Kabuki war zum Beispiel der Aufbau der Bühne, der auch immer wieder mit in die Stücke integriert wurde, sowie die auffällige, mit Bedeutung behaftete Schminke und die besonderen Personen, die immer wieder in den Stücken auch auftauchten und ebenfalls besondere Bedeutungen hatten. Kabuki-Theater ist also was sehr Interessantes, was sehr viele interessante Elemente hat und was wir uns mit Sicherheit auch nochmal irgendwann in einem getrennten Video anschauen werden. Schaut mal auf YouTube, da gibt es vielleicht auch noch so Videos vom Kabuki-Theater. Ist auf jeden Fall auch sehr interessant und kann man sich teilweise heute in Japan auch noch ansehen. Das war es soweit ganz grob zur Chonin-Bunker und den Chonin allgemein. Ich wollte euch einfach mal so einen kleinen Überblick darüber geben, wer die Träger der kulturellen Entwicklung innerhalb der Edo-Zeit waren, dass das also wirklich stark von den Chonin, den Städtern, den Handwerkern und den Händlern ausgegangen ist, diese kulturelle Entwicklung, und dass die wirklich sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass es eben jetzt auch so viele verschiedene Theaterformen, eben dieses Kabuki-Theater oder aber auch diese Bilder, diese Holzschnitte gibt, dass da eben viel in der Edo-Zeit auch entstanden ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues über Japan erfahren und lernen. Falls ihr euch jetzt noch mehr für japanische Kultur oder die japanische Sprache interessiert, schaut auf jeden Fall mal unten in der Beschreibung vorbei. Da habe ich einige Online-Kurse für euch vorbereitet. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen würden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!